Ey, wenn du was zu fragen hast, dann frag. Aber mach doch keine Affenlaute. Danke, dass du fragst. Ja, ich bin gerade an der Stelle angekommen, wo es um die Geistesgaben geht oder die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich frage mich, welche Gabe besitze ich? Ich weiß auf jeden Fall, was ich für eine Gabe habe. Echt? Welche? Ja, PlayStation spielen. Witzig. Aber hier steht auch, das soll der Gemeinde dienen oder anderen dienen und nicht dir selber. Was gibt's denn für Gaben? Das ist eine gute Frage, aber ich weiß noch nicht ganz. Ich bin nicht gut in Dialoge schreiben. Was geht? Cory hier. Welche Geistesgaben gibt es eigentlich? Weil wir haben uns letztens gefragt, so ja, das ist doch klar, aber welche gibt es denn wirklich? Ich möchte heute einfach auflisten, welche es gibt, vielleicht zu ein paar noch etwas sagen, damit ihr, wenn ihr auf das Video klickt, einfach nur diese Bibelstellen durchgehen könnt und sagen, ah, ja, das bin ich oder nee, das ist niemals meine Gabe. Falls ihr das Video letzte Woche nicht gesehen habt, da habe ich nochmal allgemein über dieses Thema geredet. 8 Fakten über die Gaben des Heiligen Geistes. Falls ihr das verpasst habt, dann seid ihr wahrscheinlich noch nicht abonniert. Ihr könnt gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, dann könnt ihr nie ein Video verpassen. Aber wir starten einfach mal mit den Geistesgaben. Ich habe in der Bibel 3 Listen gefunden. Einmal 1. Korinther 12, dann Epheser 4, 11 und Römer 12. Und da werden unterschiedliche Gaben aufgelistet. Und ich trage die jetzt mal vor, in keiner bestimmten Reihenfolge. Ich habe mir nur gedacht, ich schreibe es mir so runter, wie es mir am leichtesten fällt. Starten wir mit 1. Korinther 12. Da fängt es an bei Vers 8 und da steht, dem einen gibt er ein Wort der Weisheit und den anderen ein Wort der Erkenntnis. Bei dieser Gabe geht es darum, dass du einfach weißt, was Gott gerade in diesem Moment zu dir spricht. Bei dem Wort der Weisheit, da hast du einfach in jedem Augenblick, wenn jemand einen Rat von dir hat, weißt du einfach, was gesagt werden muss in dieser Situation und kannst Rat weitergeben. Bei der Erkenntnis geht es eher darum, dass du einfach verstehst, was Gott gerade von dir will. Denn sie haben die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen und weiterzugeben. Weiter geht es dann bei Vers 9 und da geht es um die Gabe des Glaubens. Und da fällt mir dieses Beispiel mit dem Baum und die Wurzeln ein. Und diese Person, die diese Gabe hat, ist einfach so fest verwurzelt in Jesus und so fest im Glauben, dass egal, wenn mal Zweifel kommen oder wenn irgendwas kommt, was ein bisschen Gegenwind oder so ist, er ist so fest verwurzelt in seinem Glauben, dass er niemals schwankt oder zweifelt. Natürlich sagt niemals nie, aber er am wenigsten im Vergleich zu anderen. Ja, weiter geht's mit Vers 10 und die Gabe, Geister zu unterscheiden. Und da geht's nicht darum, ob das jetzt Casper ist oder das, gibt's noch berühmte Geister? Keine Ahnung. Aber es geht eher darum, dass du einfach erkennen kannst, was hinter zum Beispiel einer Predigt ist. Dass du erkennst, der Geist, der hinter dieser Predigt ist. Dass du erkennst, ja, das ist ganz klar Gott oder das ist ganz klar falsch. Aber auch, du kannst erkennen, man sagt ja immer, die Musikindustrie, da ist der Teufel dahinter. Aber du kannst es wirklich sehen, wenn hinter etwas sich irgendwas Schlechtes verbirgt. Und da kannst du unterscheiden, so was ist von Gott und was ist einfach schlecht. Was ist das Schlechte dahinter? Kommen wir zu Römer 12, und zwar Vers 7. Und da steht die Gabe des Lehrens, die dir einfach Sachen beibringen können, die dir schwere Themen ausführlich und verständlich weitergeben können. Leute, die einfach diese Gabe haben, boah, Mann, krass, du bist so krass, du lehrst diese Themen so gut. Und das ist nicht immer der Pastor, weißt du, weil man kann auch lehren in seiner Small Group, in seiner Familie, in seinem Freundeskreis, wie auch immer. Aber er hat einfach diese Gabe, das weiterzugeben, das Wort auch zu erklären, Gleichnisse oder irgendwie sowas zu erklären. Er hat einfach eine Gabe dafür. Und wenn du diese Gabe hast oder denkst, dass du sie hast, dann versteck sie nicht, wie ich sie habe. Weil ich habe das Gefühl, dass ich diese Gabe der Lehre schon so habe, aber dass ich lange Zeit das eher für mich behalten habe und nicht nach außen getragen habe und andere Leute damit gedient habe. In Vers 8 ist meine Lieblingsgabe, auch wenn ich sage, dass ich sie nicht habe, aber ich finde sie so cool. Und zwar heißt es in Vers 8,
die Gabe des Ermahnen und Trösten. Und die stehen zusammen. Das ist so crazy. Weil die sind nicht getrennt oder irgendwie sowas, sondern die gehören zusammen. Das heißt, ich habe immer gedacht, ich habe die Gabe des Ermahnens, weil ich alle immer mit dem Finger anzeigen konnte. Ja, du hast das falsch gemacht und du hast das falsch gemacht und du hast was. Und das macht besser, mach das anders und mach das nicht so, mach das nicht so. Und das konnte ich so gut. Aber hier ist beides zusammen. So dieses Ermahnen und Trösten. Und dafür steht dieses Wort, und ich kann es natürlich nicht richtig aussprechen, aber Parakesis oder Parakaleo. Und da heißt es in einem Wort: auffordern, ermuntern, ermahnen und trösten. Was ja gefühlt sich anhört wie so ein Widerspruch, dieses Ermahnen, weil wir da, glaube ich, so viel Negatives reinsetzen, obwohl das so gut ist. Und trösten in einem Wort. Und das finde ich einfach so stark. Und diese Gabe, ja, die ist einfach so nötig, Leute zu ermahnen und zu ermutigen. Immer noch in Vers 8 steht die Gabe des Gebens. Das sind die Leute, die kein Problem haben mit: hey, nimm doch mein Brot, auch wenn ich seit 7 Tagen nichts mehr gegessen habe. Hey, hier, ich kaufe dir was ein. Hey, hier. In Hoffnung für alle wird es übersetzt mit: den Bedürftigen helfen oder unterstützen. Also wenn du diese Gabe hast, dann hast du auch das in dir. Es ist, dann gehst du auch da auf in dieser Situation. Da habe ich das Wort rausgesucht und es heißt Metadidomi. Aber dasselbe Wort kommt in Lukas 3,11 auch nochmal vor, wo es heißt: wenn du 2 Unterhemden hast, dann gib eins davon ab. Die nächste Gabe ist immer noch im Vers 8 und das ist die Gabe der Barmherzigkeit. Und das ist gefühlt ähnlich wie Bedürftige helfen, aber ich glaube, das hat auch nochmal ein bisschen mehr so die Leute um dich herum. Du siehst, hast einfach ein Auge von: oh, die braucht jetzt gerade einfach Seelsorge, weil diese Person einfach eine Trennung hinter sich hat oder irgendwie sowas oder Krankheit oder irgendwie sowas. Und du siehst einfach und du merkst, diese Person, die braucht das. Und du hast einfach Freude dabei, mit jemandem durch diese schwere Zeit zu gehen. Das ist diese Gabe der Barmherzigkeit. Und da gibt es dieses Wort Eleo. Und dieses Wort Eleo ist auch wieder so schön. Das heißt Mitleid haben, Erbarmen haben, bedauern. Und dieses Wort kommt in so vielen anderen Stellen noch vor. Und da geht es auch immer viel um Krankheit, Leute, die krank sind und die deine Hilfe brauchen. Kommen wir zu den Gaben in Epheser 4,11. Und da werden 4 aufgelistet. Ich habe jetzt erstmal 2 rausgesucht. Und zwar die Gabe des Evangelisten. Das ist jemand, der einfach brennt, raus auf die Straße zu gehen und den Leuten von Jesus zu erzählen. Klar, du kannst evangelisieren und das ist ja auch die Aufgabe von jedem von uns. Wir sollen rausgehen und das Wort weiterzugeben. Aber ich glaube, die Gabe haben, war das gerade dreimal die? Die Gabe haben, wie witzig. Die Gabe haben, brennen einfach wirklich da rauszugehen und auf die Straße zu gehen und Leute anzusprechen und denen einfach zu sagen, dass sie den Abgrund gerade runterlaufen. Wie wär's, wenn die auf den sicheren Weg kommen? Genau, das ist auch eine starke Gabe. Ich habe immer gedacht, nichts, gar nichts für mich, weil ich einfach menschenscheu bin. Aber wie gesagt, ein bisschen davon habe ich auch. Ich möchte ja das, meinen Glauben rausbringen und von meinem Glauben erzählen und Menschen retten. Und zum Schluss, immer noch im Vers 11, die Hirten und Lehrer. Und das sind praktisch die Pastoren. Aber ich würde es nie bei einer Gruppe Menschen belassen. Denn viele können Leiter sein, viele können Hirten sein. Die eine Gruppe leiten können und eine Vision für jeden Einzelnen haben und sie auch pushen, Schritte zu gehen und ja, auch da in dieser Zeit lehren können, denen was mitgeben können, wirklich versuchen, noch an denen dran zu bleiben, so, wenn sie nicht mehr interessiert sind, dann sagen wir: nein, komm, Jesus hat mehr für dich vor. Und das sind diese Hirten und Lehrer, die sind einfach so krass, weil die brauchen wir einfach, um viele Menschen zusammenzubringen und beim Wachsen zu helfen. So, falls ihr aufgepasst habt, dann merkt ihr, dass ich ein paar rausgelassen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach ein bisschen schwierig für mich. Also es gibt noch die Gabe der Krankenheilung, die Gabe der Wundertun, dann gibt es noch die Gabe, in Zungen zu reden und das zu erklären.
Und da bin ich mir nicht sicher. Also klar, ich kann nicht einfach diese Stellen, die mir nicht passen, rausschmeißen. Darum schmeiße ich sie nicht raus. Ich sag sie euch. Aber ich bin mir da noch ein bisschen unsicher, weil ich einfach noch keine wirkliche Erklärung gesehen habe. Weil das Problem ist, da gibt es einfach zwei Meinungen. Die einen sagen, das gibt's gar nicht mehr. Und die einen sagen, das gibt es noch. Bin mir da nicht sicher. Es gibt klare Regeln für Zungenreden, das findet man noch. Es gibt so viele falsche Propheten, auch heutzutage. Deshalb weiß man nicht, okay, ist das eigentlich noch was? Also ich glaube schon, dass es das irgendwo noch gibt, mehr oder weniger, wie auch immer. Aber es ist ein bisschen komplizierter als bei den anderen. Die sind so offensichtlich für mich. Also wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich wollte, wie gesagt, nicht zu tief in dieses Thema gehen. Ich wollte euch nur zeigen, was es für Gaben gibt. Diese drei Listen habe ich euch vorgestellt. Und falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt mir immer unten in die Kommentare schreiben und wir können diskutieren, wir können reden. Und wie gesagt, ich bin kein studierter Theologe, vergesst das nicht. Ich lese die Bibel intensiv und versuche daraus ein kurzes Video zu machen, damit ihr es nicht machen müsst. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich hoffe, ich bringe das so rüber, so verständlich rüber, dass ihr das auch versteht und ihr habt Spaß dran. Dann sage ich nur, wir sehen uns beim nächsten Mal. Cory hier, ihr da. Alles klar.